So, Leute, die Runde machen wir jetzt noch einmal, weil ich die Aufnahme nicht gestartet habe. Ich habe es aber mittendrin gemerkt. Ja, ihr habt sicher noch mitbekommen, dass ich hier Besuch gekriegt habe. Und den müssen wir uns jetzt erstmal zur Brust nehmen. Warum willst du, dass ich jetzt da runtergehe? Ah, wir könnten aber mal das machen. Und dann kannst du mal wegen doch da runter, ja. Wenn ich den Bunker da hab. Ja, aber warum denn nur von da unten? Okay, dann schieß von da unten. So. Ja, komm, wir gucken mal, was da drin ist. Flak und. Aha, okay. Nee, das ist eine Artillerie, das ist keine Flak. Von da unten, okay. Also wir können das machen. Machen das. Sehr schön. Hier drauf. Das ist ein Riesenproblem. Okay. Okay, ein bisschen nach hinten. Okay, der schießt nicht mehr. Eieiei. So, ich schicke dich hier hin. Ich muss jetzt gleich da oben gucken, wie ich das mache. Deswegen. Kannst du. Das. Ja, machen wir das so. Okay. Ja, ihr hier mal hinter den Zug da. Und du hier rein. Hier hin.
Sturmgeschütz. So, und jetzt müssen wir da hoch. Erstmal aufklären. Kommst du da? Ja, dann gehst du dahin. Machst du das hier? Okay. So, Bomber. Weil ich weiß, dass der da munter und fröhlich reinfährt. Das ist vorprogrammiert, ja, der Irrsinn. Nein, der kommt nicht ran. Nee, das wird nix. Panzerabwehr. Hier hin. Sturmgeschütz hier hin. Flak hier hin. Oh Mann, ich krieg keine Luftwaffe da hoch. Nee, das ist mir zu knapp. Nee, das ist mir zu knapp. Wie sieht's bei dir? Nee, wirst du auch nicht schaffen, sehe ich schon vom Sprit her. Ja, du schon erst recht nicht. Taktischer Bomber. Der kommt da nicht hin, der hat nicht die Reichweite. Mist. Ach so, du kannst ja nicht, ja. Warum, weshalb auch immer. Ich weiß es nicht. Der hat kein Fahrzeug, nichts gehabt. Ja, der kann sich nicht mehr erholen. Das Ding haben wir in der nächsten Runde. 88. So, Giga-Panzer. Hier hin. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Okay. Infanterie 1-3. Was? Okay, das war heftig. Hier lang. Der Jäger da oben. Oder Bomber? Bomberjäger? Ja, sowas in der Art. So. Ja. Na kommt schon. Das Überrennen ist ganz gut. So kann ich den dann wieder direkt zurückschicken. So, dir fehlen noch
zwei Kills oder einer? Ein, zwei Kills, also. Ja, wenn ich dich hier platte, ist hier Feierabend. Ja, wir haben ihn. Sehr schön, so befördern. Wir machen Doppelangriff. Wir machen. Nachtjäger? Ne. Ich weiß nicht. Überrennen, ja. Und. Na, Tarnix-Bild. Hast du irgendwie. Wie sieht denn das da aus? Das ist eigentlich okay. Tarnexperte, ja, wie sieht das aus? Nächste Beförderung, dauert noch wohl. Ich weiß es nicht genau. Erstschlag. Ja, komm, wir machen Nacht. Ist okay. So. Ja, ist jetzt demnächst. Von daher ist das okay. So. Meine anderen sind leer geschossen. Okay, die Infanterie da unten machen wir. Okay, das war gut. Yep. So, Sturmgeschütz. Okay. Gehen wir hier hin. Panzerabwehr hier rein. Wunderbar. So, dann als nächstes. Ja, hier. Vergiss nicht, ich habe keine Einheit, die jetzt hier was doch, ja. So. Hier hin. Und hier hin, ja. So, hier hin. Und hier hin. So, bei Nacht wäre es gut, wenn wir hier durchkommen. Gehen die hier, die gehen hier so hoch, ja. Die machen das, das. Was mir jetzt am meisten Sorge macht, ist das da. Ja, die Artillerie steht jetzt da, das hilft schon mal, hoffe ich. Let's go!
ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Das ist nicht wahr. Na gut. Wir haben zum Glück da eine Arterie jetzt hingestellt und dann sollte das passen. Gut. Ich weiß nicht, ob der das erobern kann, aber ich schicke vorsichtshalber halt da einen hin. So. Ihr könnt rein. Ihr könnt rein. Achso, du hast... Ja, stimmt. Jetzt vergessen. So. Und dann als nächstes Aufklärung hier bitte. Okay, als nächstes Aufklärung hier. Okay, das ist eigentlich uninteressant. Das an der Seite da steht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. Jetzt hier wunderbar. Jo. Einfach eine geile Fähigkeit. Dieses Überrennen hier. So, achso, du bist ein Sturmgeschütz. Ups. Ah, nee, nicht schon wieder das. Guckt's euch an. Jetzt habe ich ein richtiges Buggy-Buggy-Ding. Ich mach ganz kurz einen Cut weiter. So, machen wir es noch einmal, weil ey, das da, ey, der Bug, nee, das kann ich mir nicht geben. Das geht gar nicht. Oh, und jetzt kühlt er eben beim ersten Mal, wunderbar. Dann könnt ihr alle zurück. Ja, der Bug, der geht gar nicht. Das will ich hoffen. Muss ich in den Griff kriegen. Gut. Machen wir folgendes. Hier machen wir erstmal die Aufklärung. Hier noch einmal die Aufklärung rein. Und wenn wir gerade dabei sind, machen wir hier die Aufklärung noch rein. Oh, schau mal an. Hat dein Jäger stehen. So. Okay, jetzt bugs nicht mehr. Ein 7. Nee, das macht mein KV besser. Also, hier drauf. Hier drauf. Also die Fähigkeit ist einfach so krass überpowered. Aber gut, der kommt da jetzt nicht mehr weiter. Warte. Okay, dann gehen wir hier weiter. Wir gehen hier weiter. Ich muss mal kurz das bei dir gucken. Ja. Ich denke, ich werde dir demnächst noch eine Munition geben. Oder hast du auch überrennen? Nee. Überwachen wäre vielleicht, aber dafür brauchst du Munition. Hast du ja eigentlich, aber durch den Winter
ist das halt ein bisschen Mauer geworden. Mhm. Nö, ich würde sagen, das kann man erstmal so stehen lassen. Das war schon richtig böse. So, hier lang. Da können wir drauf gehen. Flak hier hin. Flak mal noch hier. Ich meine, wenn er die angreifen will, dann muss er ja wirklich runterkommen und dann fliegt er in die Flak hinein. So, Moment mal, hast du das nicht geschafft? Nö. Hast du es echt nicht geschafft? Gut, dann stirbst du. So, hier lang. Jetzt hier. Eieieiei, da unten ist ja richtig was los. Okay, du kommst hier hin. Ich weiß nicht, ob der das da hinten erobern kann. Obwohl, im Moment. Nee, kommst du nicht. Kannst du machen. Wenn ich dich da brauche. So. Komm mal hierher. So, Panzerzug. Was läuft denn hier gerade ab? Okay, ich würde sagen, der Panzerzug ist raus. Okay, dir fehlt jetzt ein bisschen Munition und so ein Kram, ja. So, hier hin. Und Artillerie. Was bin ich denn jetzt? Ah, nein, das darf nicht wahr sein. Ich hab dich doch aufgedeckt. Hat er natürlich nicht gemacht.
Mist. Ja, der Mörser fehlt natürlich jetzt, ist klar. Das ist eine Flak, da kann ich nichts machen. Artillerie. Moment. Ach, geht schon. Machen wir so. So. Reicht nicht, oder? Nein, natürlich nicht. So. Fünfundneunzig, okay. Die sind hier vorgekommen, ja. So. Jetzt kommt der Trupp hier nach vorne. Wow. Wow. Das hat weh. Das tat trotzdem weh. Die Artillerie musst du von Anfang an dabei haben, weil sonst ist die so lahmartig und die kommt nicht mehr hinterher. Das hier ist gut gelaufen, ja. Ich meine, wir haben hier die ganze Stellung mit denen schon vorbereitet rausgenommen. Der nächsten Runde hier durch und dann, ja, werden wir die finalen Stellungen hier räumen. Komm hier hin. So. Ach, die Artillerie hier, ja. Kommt noch mit. Okay, du hast ja alles gemacht. Ja. Leute, ich mache hier einen finalen Part raus, habe ich jetzt entschieden. Wir haben jetzt noch 2-3 Stellungen zu räumen. Ich denke, das sollte klappen. Ja, komm nur. Oha. Eine mörderische Pack, ja, das tut weh, aber noch gut weggekommen. Ach, du hast das erobert, okay. Gut, aber trotz alledem. So, wir haben jetzt Nacht. Ich brauche jetzt die Gebiete hier. Also ich brauche das Gebiet.
Ah nein, nicht schon wieder in so ein scheiß Ding gerauscht. Das darf nicht wahr sein. Hier hin. Und dann kriegst du den raus, oder? Ja. Sehr schön. Schau mal an. Das und das. So, hier lang. Jetzt. Jetzt. Ja, du hier lang. Da scheint nichts drin zu sein. Jäger. Okay, dann der Rest kann die Flak machen. Nur ein Schuss, ne? Das ist natürlich, ja. Oh, ich habe keine Schusslinie hier. Aber dann gehst du hier hoch. Weil das Gebiet da unten ist eh durch. Okay. So, Infanterie. Ja, die kommen da jetzt nicht ran. Hier drauf. Ja? Ach, scheiße, da dann ein Flak. Okay. Da hat ein Flak da. Hier drauf. Puff, 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 puff.
ich jetzt keinen Einblick rein, leider. Ah, ich komme mit dem Panzerzug nicht weiter. Nee, ich komme mit dem Panzerzug hier nicht weiter. Und drauf. Bringt nichts. Nee, das ist jetzt einfach zu. Der Mörser bringen wir mal noch hier. Die Panzerabwehr kann man mit, falls da noch irgendwas sein sollte, aber glaube ich jetzt nicht. Okay. Versorgung ist hier gewährleistet. Okay, ich würde jetzt sagen, Luftwaffe wird jetzt zurückbeordert. Okay, die geht noch nicht. Geht noch nicht alles, aber ja, es ist jetzt die Zeit, die Luftwaffe zurück zu beordern. Ach Mist, stimmt, da oben, das habe ich ja ganz vergessen. The convoy has reached Lavansari successfully. The sailors send their thanks. They are ready for battle. Somewhere, they found an entire destroyer, and they are going to put it to work. I didn't expect that. But if they want to fight so badly, I won't disappoint them. For sure, I can find a use for them and their ship. Okay, ich krieg einen Zerstörer, wie geil. Okay. So, das habe ich leider ein bisschen verschwitzt gerade eben, aber... So, dann wollen wir doch mal gucken, was hier so drin ist. Ich würde sagen, wir könnten das jetzt hier sogar beenden, aber ich muss hier noch warten, bis das... Zerstörer, aber das ist alles nur Infanterie hier. Ja gut, hier könnte man ein bisschen Mürbe machen. 08. Ja. Bringt ein bisschen was, ja. Luftwaffe. 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 Und Luftwaffe. Okay. Nee, aha. Ich wollte, dass du... Ja, ist egal. Ja, am Tag sind diese Mörser so... We threw the Germans from the Panther Line, Comrade Zhukov. All the key population centers to the east are now under our control. Good. The Stavka will be pleased to hear of our successes. We've been fighting over Leningrad for 3 years. You put an end to that and liberated the glorious city named for Lenin.
This is a heroic exploit, Comrade Zhukov. And it will be remembered as one of the most glorious pages in Soviet history. Borisov was right when he vouched for you. I'm waiting for you in the Kremlin, Comrade Zhukov. We'll hold a banquet to celebrate your triumph, and then we'll discuss our next plan of action. Okay, also wir haben's durch. Wir müssen noch Einheiten killen, müssen noch Flaggen erobern. Hier komme ich jetzt. Ja, jetzt muss ich wirklich diese Runde warten. Ist das ärgerlich? Ja, aber es geht halt nicht anders. Oh, die würden an unserer Seite jetzt kämpfen, ja. Ja, aber die brauchst nicht. Ich weiß nicht, warum. Das hätte man ein bisschen früher machen. Anders da halt auch handhaben, dass man den Zerstörer wie es nutzen kann. Weil ich kann mit dem einfach jetzt nichts mehr anfangen. Mit dem Zerstörer. Okay, gut, das war's. So, jetzt müssten wir das haben. Ja. Gut, dann mache ich kurz speichern und dann gucken wir uns das Video an. So, Leute. Also es ist immer krass zu sehen bei den Missionen. Am Anfang ist das immer wirklich, boah, knifflig. Aber wenn du einmal durch bist, dann hast du es halt auch so einen großen Teil. Klar, muss ich nochmal mit anderen Zeug umschlagen. Die Verluste sind enorm, Wahnsinn. Ja gut, aber der hat mir ja fast, der hat mir ja Leningrad überrannt. Ich weiß auch nicht, was die da, wie sie sich das da vorgestellt haben, aber der hat mir das buchstäblich überrannt. Da ging einiges in Bruch. Gut, die eine Artillerie da, da war ich selber schon bei den einen Hansa, weiß ich jetzt nicht. So, was kriegen wir? Plus eine Sichtweite für die Akku-Einheit. Ja. Und zweimaliger Held in der Sowjetunion und 2 Kommandopunkte. Okay, let's go. Comrade Voroshilov, how would you rate your performance as People's Commissar for Defense? In my 18 years of service, I created a modern and powerful Red Army out of the ragtag troops we started with in the Civil War. We had some setbacks in 1941, but now we are winning the war. I would rate my efforts as satisfactory. Indeed. But you know, I think 18 years is too long for anyone to serve in a position as difficult as yours. Also, I want to concentrate all military decisions in a single place. We must reduce bureaucracy. I am not sure I follow, Comrade Stalin. I have decided to take over as People's Commissar for Defense. This will ensure better communications and faster decision-making. Is this because of the disasters in summer 1941? We are all responsible for that failure to some degree, Voroshilov. You are a seasoned and loyal party member. Fear not. You will go on serving the country. Thank you for your kind words, Comrade Stalin. I hereby appoint you the head of the Trophy Committee. In view of our recent successes, the motherland needs a trustworthy person to oversee all the European trophies that our army will capture in its future offensives in countries richer than ours. Comrade Stalin, you really should not burden yourself with the People's Commissar position. It's mostly a lot of paper pushing. You have your hands full as it is, in my view. The motherland needs your brilliant mind for more serious tasks. It seems you are reluctant to serve the motherland as she sees necessary. Be careful, Voroshilov. Someone might mistake your concerns for empire building or even disloyalty to the state. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir gucken mal, wo es als nächstes hingeht. Wir gucken erstmal, ob es hier was gab.
Nee, vielleicht, wenn ich den LKW-Gas gehabt hätte, aber ich habe keine Ahnung, wie man den stoppen soll. Verstehe ich jetzt immer noch nicht, aber okay. So, nächste Operation. Oh, die Sommeroffensive. Also das ist auf jeden Fall schon mal kein Winter. Es geht, ja, Warschau. Das Warschau werde ich mal behaupten, werde die das durchziehen, oder? Würde mich überraschen, wenn nicht, hat auch. Erreichen sie die Linie Wiesener und Warschau, ja. Also bis Warschau oder vor Warschau wird sich entscheiden. Gut, Leute, das war's von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Und dann starten wir die Vorbereitungen für die Sommeroffensive. Bis dann und ciao.